Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nummer 137 und die 15. der schwedischen Popgruppe ABBA. Jetzt geht's einfach munter weiter im Reigen der ganzen Dinge, die bei ABBA aufgelaufen sind. Und ich kann euch sagen, es tut mir leid im gewissen Sinne, aber wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Es kommen so viele Sachen dazu, so viele Querverweise. Ihr werdet staunen, hoffe ich zumindest, was alles da passiert ist im Hintergrund, was man vielleicht in offiziellen Biografien so nicht findet und nicht lesen kann. Und Jörg hat in der letzten Sendung gesagt, ich hoffe, diese Sendung endet nie. Im Augenblick ist das fast so eine kleine Art von Drohung, weil wenn das so weitergeht mit Text und mit Sachen, die hier reinkommen, dauert das wirklich noch eine ganze Weile, wie wir mit ABBA dann zu Ende sind. Deswegen begrüße ich jetzt erstmal denjenigen, der jetzt unheimlich gerne diese Sendung weiterverfolgen und weiter betreiben möchte, den Jörg. Moin, moin. Moin, moin. Was habe ich gesagt? Ich hoffe, das endet nie. Das kann ich dir ja nicht antun. Also irgendwann muss das ja mal zu Ende. Man muss ja auch mal weiterkommen. Aber ich habe so den Eindruck, dass dieses ABBA-Thema so ein bisschen zum Stellvertreter wird für im Grunde die ganze satanische Musikagenda oder Medienagenda-Serie. Ich meine, wenn man sich anguckt, was wir vor ABBA alles gemacht haben und wenn man sich jetzt anguckt, welche Verzweigungen du mit ABBA hier alle offenlegst und noch offenlegen wirst, weil du weißt ja selber noch nicht, wo das Skript dich hinführt. Das wächst dir ja langsam über den Kopf und das meine ich jetzt gar nicht mal negativ. Dann ist aber eigentlich das Fallbeispiel, mit dem man nachher sagen könnte, wisst ihr was, jetzt kann man den Sack zumachen. Jetzt haben wir es alles gesehen. Das, was ihr über ABBA gesehen habt, das könnt ihr im Grunde auf all die anderen auch zupassen, mehr oder weniger. Wir hatten schon 24 Sendungen von Peter Gabriel. Das muss man ja auch mal erwähnen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das war ja auch so eine Mammutsendung mit einem riesenlangen Skript. Und jetzt haben wir aber, wo wir im Augenblick in der, was meintest du gerade eben, die wievielte ist das, die 15. Sendung oder sowas sind. Also ich fürchte, so wie das im Augenblick aussieht, werden wir ganz locker 30 schaffen. Also das Doppelte von dem, was wir im Augenblick haben. Und ich meine, dass aber damit im Grunde als Beispiel dienen kann, wie man es nicht machen sollte, oder besser gesagt, wie eben der ganze Satan mit seiner Agenda wirklich funktioniert. Du hast so viele Punkte bereits angeholt. Und wie gesagt, mir ist immer noch schlecht, wenn ich an Gimmel, Gimmel, Gimmel denke. Was du da rausgeholt hast alles, wie ich zum Schluss zu der Erkenntnis gekommen bin, wenn man dieses Lied singt, dann betet man im Grunde den Satan an. Grauenvoll. Nur eine Sache habe ich mit Gimmel, Gimmel, Gimmel vermisst. Ich hatte zu Anfang der Sendung gesagt, da gab es doch mal so eine deutsche Boyband, die bei Wim Tölke im großen Preis aufgetreten ist. Jimmy, 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 your love, I'm your heartache, number one. Und da sind wir dann doch nicht mehr drauf eingegangen. Vielleicht kommt das ja auch nochmal irgendwann. Aber was auch immer, ich schätze es unglaublich, welche Mühe du dir machst, wie viel Schweiß und Blut im wahrsten Sinne des Wortes du da reinsteckst, um das zu einer vernünftigen Serie ausdrehen zu lassen und die Leuten zu zeigen, wenn so eine, ich sag mal so eine Oma-Gruppe wie ABBA, ne? Weil das ist ja so eine Gruppe, die wird ja von allen Generationen akzeptiert. Also wenn ich heute zu einer 80-Jährigen gehe, oder ich sag mal etwas jünger, zu einer 70-Jährigen, meiner Mutter, die etwas über 70 ist, die mag die Musik von ABBA. Wenn du zu einer 30-Jährigen heute gehst, die mag die Musik von ABBA. Und wenn du vor 30 Jahren zu einer 60-, 70-Jährigen gegangen bist, die mochte auch ABBA. Das ist so generationenübergreifend. Das ist so wahnsinnig kompakt. Naja, also nicht kompakt, sondern ausufernd im Grunde. Was da gezeigt wird, dass ABBA wirklich, glaube ich, als das Fallbeispiel überhaupt dieser ganzen Agenda drehen kann. Und wie gesagt, ich schätze deine Arbeit sehr und da ist noch lange nicht das Ende von erreicht und deswegen will ich gar nicht weiter viel Zeit nehmen, aber ganz ehrlich sagen, Hut ab, Chapeau Michael, vor deiner Anstrengung, die du da dir damit machst. Und jetzt fahr mal bitte fort. Also das ist eine Sendung von Christen für Christen, um halt einfach aufzuzeigen, dass egal welches Bild uns präsentiert wird, das nichts mit der Realität zu tun hat. Und ihr werdet euch noch wundern. Wir haben bis jetzt vielleicht auch so mal so 30% der ganzen fiesen Dinge beleuchtet bei ABBA. Da kommt ab jetzt wirklich noch viel, viel mehr und auch noch viel, viel eindeutiger, weil ab jetzt geht es wirklich erstmal richtig rund mit ABBA. Ich habe in der letzten Folge geendet mit Gimme, Gimme, Gimme von ABBA, beziehungsweise mit Madonna Like a Prayer, In the Midnight Hour, I Can Feel Your Power.
Der erste Satz im neuen Skript oder für diese Folge heißt: Gimme, gimme, gimme ist noch immer nicht komplett. Da habe ich nämlich noch Dinge extra nicht benannt, weil wir die viel weiter später, in wahrscheinlich so ab jetzt 12 Folgen später, auch noch brauchen. Denn wenn ich das jetzt aufdröseln würde, dann wüsste man wahrscheinlich in 12 Folgen gar nicht mehr, was hier angekommen ist. Deswegen ist das jetzt alles so ein bisschen verschachtelt. Wir gehen erstmal weiter. Und zwar auf den 30. April 1979. Das heißt, Moment mal, 30. April, das ist ja der Tag vor dem sogenannten Maifeiertag, hätte ich hier noch reinmachen können, also Walpurgisnacht, ne? Ja, weswegen die Menschen da frei haben, ist nicht der 1. Mai, ist nicht der Tag der Arbeit, ist auch nicht das Maifest und das Errichten von irgendwelchen Bäumen auf den Häusern oder so der Angebeteten, wobei Angebetete ja so eh schon wieder ein Verstoß ist gegen das erste Gebot, sondern das hat ja dann einen keltischen Ursprung, aber das ist eine andere Geschichte. Also am 30. April 1979 hat ABBA in Deutsch sich bedankt, beziehungsweise Ilja Richter von der Disco beglückwünscht zur 100. Sendung. Und das gucken wir uns heute mal an, weil der Akzent von ABBA ist ja auch ein bisschen nett. Also Vorhang auf für ABBA, die Ilja Richters Disco gratulieren. Hallo Ilja. Wir wären gern selbst gekommen, um mit euch die 100. Disco zu feiern. Herzliche Grüße und viel Glück der Disco und allen ihren Fans von Agneta. Benny, Björn und Frieda. Soweit so deutsch, so schwedisch. Also, diese Disco selber ist gelaufen von 71 bis 1982, also roundabout 11 bis 12 Jahre lang von Ilja Richter. Und da will ich gar nicht viel Zeit mit verbringen. Den kennt wahrscheinlich jeder, der auch ABBA kennt von damals. Den haben wir als Konterfei auf der nächsten Seite hier. Disco ist aber bekannt, wie viele andere auch, eben für Playback-Auftritte. Ne? Also wo die Künstler einfach eben nicht live singen. Und deswegen einfach alles, wenn man so will, vom Band kommt. Also damals gab es noch Band-Tonbänder, daher kommt der Begriff. Heutzutage wären es dann CDs, beziehungsweise sind auch schon veraltet. Heutzutage wäre es dann eben vom Computer, von der Festplatte sozusagen oder vom USB-Stick. Ne? Ich muss auch mal eine kleine Lanze brechen, damit man nicht vergisst, wir reden jetzt hier nur von einer Illusion, die uns bereitet wird. Die Musiker von ABBA, wie wir auf der nächsten Seite sehen, sind durchaus gestandene Musiker. Selbst eine Agneta, die man vielleicht irgendwie so unter Sängerin einbucht, die kann auch Klavier spielen. Das heißt, man darf den Menschen, die da Musik gemacht haben, erstmal gar kein Unrecht tun. Die Dinge, die da passiert sind nachher, die haben eine Eigendynamik. Und es hat auch einen Grund, warum ABBA so weltweit bekannt geworden ist. Und das müssen wir Stück für Stück aufdröseln, um es da anzunähern, bevor uns jemand nachher Oberflächlichkeit oder Mutwilligkeit sogar unterstellen würde. Dem ist nicht so. Dem ist überhaupt nicht so. Das sind alles wirklich richtig gestandene Musiker. Alle hatten vorher ihre Karrieren. Und auf dem nächsten Bild unten drunter seht ihr Agneta im vorgerückten Alter, wo sie da halt auch im Klavier intoniert. Jetzt nicht unbedingt auf Konzertpianistenniveau, aber die Frau kann augenscheinlich Noten lesen. Haha. Das ist auch mal ein ganz interessanter Hinweis jetzt hier. Den Gag kennen jetzt, glaube ich, auch nur ABBA-Insider. Und auch Klavier spielen. Das ist beides nicht unbedingt zwangsläufig normal im Pop-Business. Also, das war nur ein kleiner Ausflug. Wir kommen in die weitere Geschichte von ABBA. In der Disco, da gehen wir jetzt gar nicht großartig ein, die Disco kennt ihr noch von Nicht aus, Bom, Spot an und so weiter und so fort. Diese ganzen Geschichten, wie man sich halt traditionell an die Disco erinnert. Aber die Disco ist letzten Endes nur eine deutsche Ausgabe von aktuellen Hits. Die etwas deutschere Version wäre dann Hitparade im ZDF mit Dieter Thomas Heck, dem Schnellredner. Und ABBA hat ja eine ganze Menge gemacht. Die haben Live-CDs gemacht und so weiter und haben 79 dann eben auch ein Konzert von denen in Wembley gegeben, 6 Stück davon. Und das wurde eben bei der Dokumentation ABBA in Concert und so weiter reingeschnitten. 1980 sind sie nach Barbados mal eben geflogen, um halt dann auch da dementsprechend Lieder aufzunehmen und so weiter. Das nächste Lied, was wir uns ganz kurz angucken, weil es gibt viel, viel interessantere Dinge, ist das Stück 1979 I Have a Dream. Ich habe einen Traum. Frei nach Martin Luther King? Frei nach allem,
Also frei nach allem. Also das hat jetzt erstmal keine Reminiszenz an Martin Luther King, glaube ich. Aber I Have a Dream ist also so ein geflügeltes Wort in der Musikindustrie geworden, weil viele DJs und beispielsweise Thorsten Fenslau von aus dem Frankfurter Raum in den 90ern hat also auch, Ende 80er, Anfang 90er hat er also auch eine Sache gemacht, ganz bekannter Insider-DJ. Das war ein Scherz. Ja, also Thorsten Fenslau ist derjenige, der hinter LDC steckt. Thorsten Fenslau ist derjenige, der tödlich verunglückt ist, mit seinem Mercedes-Benz aus dem Auto geflogen ist, glaube ich, gegen einen Baum gefahren ist, nachts, weil er Sekundenschlaf wohl gehabt hat. Und das ist zumindest die offizielle Version. Der Produzent war von Culture Beat, Calling Mr. Vain. Der wäre auch ein riesengroßer Produzent geworden in Deutschland, vielleicht so ähnlich vergleichbar wie mit Dieter Bohlen. Aber das ist halt, den kennt jetzt nicht jeder, ne, Thorsten Fenslau. So, also, Gracias por la Música, ein spanisches Album, haben die auch gemacht für den lateinamerikanischen Markt. Wir reden jetzt hier von Südamerika. Ne? Und daran sieht man schon, dass das also wirklich eine ganze Menge abgegrast wurde in der ganzen Welt. Und dann ist ein Album gekommen, das machen wir dann später, das heißt Super Trooper. Aber wir gehen jetzt erstmal hier in die Geschichte rein mit I Have a Dream. Und bevor wir das machen, kommt mein kleiner Running Gag. Da ist er. Auf der nächsten Seite. Muss mir immer wieder da anstoßen und sagen, glaubt keiner Biografie, die ihr nicht selber geschrieben habt. Glaubt keiner Statistik, die ihr nicht selber gefälscht habt. Und glaubt nicht mir oder irgendjemanden, recherchiert selber. In der offiziellen Biografie von Imran Palm steht drin, ich wiederhole jetzt wirklich in jeder Sendung nochmal, von den beiden Sängerinnen entwickelte sich die eine vollkommen unfreiwillig zu einem vergötterten Sexsymbol, das am Ende nicht imstande war, den unglaublichen Ruhm zu verkraften. Das ist ein Standbild unten drunter aus dem Video. Und über dieses Standbild hat dann auch auf der nächsten Seite der damalige Regisseur, Lasse Hallström müsste das gewesen sein, habe ich jetzt nicht reinkopiert, gesagt, connecting that lips in a kind of sexual way. Ne? Also selbst ein Regisseur sagt, das hat eine sexuelle Konnotation, sexuelle Anspielung, aber so viel mal zu Biografien und deren Aussagekraft. Wir gucken uns die Sachen, glaube ich, lieber mal selber an. Deswegen gehen wir jetzt in dieses Lied rein. Ich habe einen Traum, da ist es. Der Traum, den ABBA hat und den ABBA dann verkauft. B-Seite übrigens, Take a Chance on Me, allerdings, wenn ich richtig im Kopf habe, in einer Live-Version. Also, welchen Traum hat ABBA? Oder verkauft ABBA? Ne? Die Führungsstimme ist von der dunkelhaarigen Annifried Lüngstadt. Und eine wesentliche Besonderheit bei diesem Lied ist, also wirklich eine wesentliche Besonderheit, dass ein Kinderchor eingesetzt wurde. Zum ersten Mal waren eben auf einem ABBA-Song Stimmen zu hören, die gar nicht von der Band selber stammen. Björn sagt dazu, also der Texter, einige dachten, Zitat, dass wir hiermit ein wenig über das Ziel hinausgeschossen wären, aber dem stimme ich nicht zu, denn meiner Meinung nach war es völlig richtig, dass wir den Chor dabei hatten. Das heißt, das gibt das Ganze so ein bisschen so den Flair eines Gottesdienstes, den Flair eines Kinderchores, den Flair eines unbeschwerten, sorglosen Liedes irgendwo. Björn Ulvaeus, Zitat. Ich erinnere mich, dass ich den Text zu I Have a Dream zu Hause geschrieben habe und als ich damit fertig war, rief ich gleich Benny an. Da er und Frieda, also seine damalige Frau, gerade eine Party gaben, luden sie mich ein, doch mal eben rüberzukommen. Als ich dann dort war, gingen wir das Stück vor den ganzen Gästen am Klavier gleich einmal durch. Nach kurzer Zeit sangen alle mit, weil es so einfach zu lernen war. Und im selben Jahr wurde das Ding mit einem spanischen Text aufgenommen und in verschiedenen spanischsprachigen Ländern als Single veröffentlicht. Auf der US-Tournee von ABBA im Herbst 1979 hatten sie in jeder Stadt, in der sie auftraten, einen ortsansässigen Kinderchor für I Have a Dream. Also mal ebenso so viel zu dem Aufwand. Wobei ich aus der Biografie noch herausgelesen habe, dass einer von ABBA dann gesagt hat, ja, das war schon sehr seltsam, weil teilweise waren die Kinder, die die Leute da angekacht haben, größer als wir. Also so der reine Kinderchor war es dann auf der Tournee dann nicht, aber er ist ein reiner Kinderchor auf der Plattenaufnahme. Das sind wirklich Kinder, die da zu hören sind. Das war nicht gerade unerfolgreich, das heißt, das war ein absoluter Nummer-1-Hit in verschiedensten Ländern. Und auch eine schöne Zeitveröffentlichung, wenn wir mal sehen, die höchste Position in Deutschland war am 24. Dezember 1979, also Heiligabend.
das seht ihr in den ganzen Positionierungen, da bis auf Österreich, da kam es ein bisschen später, aber so eine Art Weihnachtslied. Deswegen passt das natürlich mit dem Kinderchor ganz toll rein. Es gibt auch andere Künstler, die das gemacht haben, das ist jetzt nicht so wichtig, außer die Boygroup Westlife hat das 1999 nochmal gecovert und war dann für 4 Wochen die Nummer 1 in den United Kingdom, eine sogenannte Weihnachtsnummer 1. Ne? Und das gibt es auch in dem ABBA-Musical Mamma Mia. So, so viel die offizielle Geschichte. Jetzt gucken wir uns das Lied an. Hier ist erstmal der englische Text. Ja? Den kennt jeder, den Text wahrscheinlich. I have a dream, bla la 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 la. Und wir gucken uns direkt den deutschen Text an darunter. So, da ist einer der deutschen Flaggen. Das Ding heißt in Deutsch, ich habe einen Traum, ein Lied, das ich singe, das mir hilft, mit allem fertig zu werden, wenn du das Wunder eines Märchens sehen kannst. Also jetzt war ich schon so ein bisschen extrem skeptisch. Also Märchen sind Märchen und Wunder sind Wunder. Und Wunder sind keine Märchen und Märchen sind keine Wunder. Also werden hier irgendwelche Wortfetzen miteinander verbunden, die irgendwie schön klingen. Ne? Fairy Tale, if you see the wonder of the fairy tale, klingt ganz toll in Englisch. Aber die Deutschen, die kriegen dann irgendwie nur Wortfetzen mit. Also so ist es mir ja 1979 auch gegangen. Das Ding macht überhaupt keinen Sinn, außer Wunder, richtige Wunder, die von Jesus Christus kämen, zu verunglimpfen. Und Märchen sind eben Märchen, weil sie nicht wahr sind. Also können sie auch keine Wunder sein. Also extrem seltsamer Text. Geht weiter. Dann kannst du die Zukunft angehen, wenn du auch scheitern magst. Ich glaube an Engel. Und da fehlt ein O bei der Sonnenscheibe, aber guck mal hier, das ist ein Engelbild, was du überall im Internet siehst. Ich sag nochmal, Engel haben keine Sonnenscheiben über den Kopf. Ich sage jetzt nicht, dass ABBA das so abgebildet hat. Ich will jetzt nur eins damit sagen, Engel in dem Bezug auf Wunder, in dem Bezug auf Märchen, ist leider doppeldeutig. Und damit nicht eindeutig, weil der ganze Text hier eben nicht von Gott oder Jesus Christus spricht. Engel ist lateinisch, kommt von Angelus oder altgriechisch Angelos, da ist ja nur ein Vokal unterschiedlich, heißt Bote, also Botschafter, Abgesandter und hat mit Warnock natürlich nichts zu tun, aber ist eine Gattungsbezeichnung für himmlische Geistwesen. Gibt es im Judentum, Christentum und im Islam und sind eben meist mit Flügeln dargestellt, was wir gar nicht dürfen, eben Boten Gottes. Und es gibt auch noch eine zweite Geschichte, das sind gefallene Engel, ne? Das sind auch Engel drin, von Luzifer, beziehungsweise heute natürlich von Satan, weil Luzifer jetzt nur der Name gewesen ist, damals des Lichtträgers, nicht des Lichtes selber, des Lichtträgers. Tja, und wenn man halt den Luzifer mal eingibt, hier auf den Wikipedia, dann kommt eben hier drin, Luzifer, der Höllenfürst, ein gefallener Engel, der sich nicht mehr der göttlichen Herrschaft unterordnen wollte. Er soll ein Kontingent, natürlich Blödsinn ist, er hat ein Kontingent an gefallenen Engeln mit sich genommen. Also Engel ist nicht eindeutig. Engel kann gut sein und kann schlecht sein. Und das ist das, was ABBA eben uns und euch nicht erzählt. Darf ich mal kurz auf Luzifer eingehen? Mhm. Das ist ja im Grunde gar kein Name, sondern das ist eine Bezeichnung, eine Berufsbezeichnung. Ja. Lux, Licht, Verträger. Ja. Ne? Der Lichtträger. Er war der das Lichtträger. Sag ich auch immer, ja. Mhm. Ja, das sollte man vielleicht mal bedenken ab und zu, dass das kein Name ist, sondern das ist wirklich nur eine Bezeichnung seiner Funktion, die er hatte. Mhm. Ja. Einen Namen hat er im Grunde bekommen, als er hier auf die Engel gefallen, als er hier auf die Erde, oder so. Ja, Entschuldigung, als er hier, vielleicht einen Unfall gegeben auf der Erde, ne? Als er hier auf die Erde gefallen war, ne? Ja. Wie Jesus Christus ja sagte, ich sah den Luzifer oder ich sah den Teufel, wie sagt er, ich sah den Teufel oder ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Als er hier aufkam, da hat er im Grunde den Namen bekommen, Satan. Und es gibt ja viele Namen für ihn, der Satan, Schlange, Drache und so weiter und so weiter. Aber Luzifer ist ja im Grunde nur die Bezeichnung seiner Betätigung, die er im Himmel hatte. Also wir wissen im Grunde gar nicht, ob er im Himmel einen Namen hatte. Vielleicht mal ganz, wichtig, um darüber nachzudenken. So, wir wollen ja den Leuten auch gerne mal Denkanstöße geben mit diesen Sendungen und sagen, jeder sagt immer, Luzifer, der heißt so, der heißt so. Nee, wir müssen daran denken, dass Luzifer ein zusammengesetztes Wort ist aus den Worten Lichtträger. Und das sollte man halt auch mal berücksichtigen und sich da Gedanken drüber machen. So, jetzt kannst du gerne weitermachen.
Ja, du siehst es auf dem nächsten Bild. Da ist es nämlich dann klar, da wird jemand aus dem Himmel geworfen, also fliegt mit Flügeln von oben nach unten. Und das wird von zeitgenössischen Interpreten wie David Gilmour von Pink Floyd als Rattle That Log über Lucifer eben benannt aus dem Epos Paradise Lost, was natürlich völlige Blasphemie und das ist wirklich ein Märchenbuch. Ne? Nur, Lucifer ist genauso eine Berufsbezeichnung als ehemalig angedachter Lichtträger, der eben seinen Job nicht ausgeführt hat, weil er selber eben glänzen wollte, um das mal so profan zu sagen. Und die andere Bezeichnung, die er jetzt hier hat, in dem Artikel, den du jetzt sicherlich oder dem Vers, wenn du das gleich vorliest, das sind auch eben Bezeichnungen eigentlich. Ne? Das sind halt Verkleidungen, das sind also dann Aufgaben, die er dann hat, die er dann auf, die er dann erfüllen muss. Nur, der Unterschied ist, Satan wird auf die Erde hinabgeworfen. Er, in dem Moment, wo er schon gegen Gott ist, ist er schon nicht mehr Lucifer. Das heißt, er war schon Lucifer, nicht mehr, als er im Himmel rebelliert hat. Von da an ist er Satan und das heißt der Widersacher. In dem Moment, wo er die Revolution gegen den allmächtigen Gott anführt oder ansteckt und aufnimmt, dann ist er schon nicht mehr Lucifer, weil er dann schon eben seinen Job verloren hat, weil er dann ja schon rausgeworfen worden ist sozusagen. Also in dem Moment, wo jemand revoltiert, ist er Gegner. Das Adversary ist dann eben der Opponent, der Gegner. Und Opponent beispielsweise ist dasselbe wie eine Opposition. Also in Opposition gehen, gegen jemanden sein, ein Gegner sein. Und das ist eben heutzutage halt Gegner sein, in Opposition gehen, dann auch vielleicht ein etwas geläufigeres Thema. Deswegen, das ist ein gefallener Engel. Engel heißt jetzt nur Bote. Da sagt jetzt erstmal noch nicht über die Position etwas aus, sondern Engel ist nur der Bote. Und deswegen kommt jetzt hier in der Vers Offenbarung 12,7 fortfolgend. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drache und seine Engel kämpften, aber siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Ja. Aber sagt, ich glaube an Engel, an das Gute in allem, das ich sehe. Aber wie gesagt, das ist immer die Ausgangsposition, ist immer die Frage, ja, was ist dann wirklich gut? Gut wäre nur von Gott. Und wenn man hier nur Engel bedient, dann Engel ist in der Bibel nicht wertend gemeint, ist halt einfach auch wieder nur eine Berufsbezeichnung. Das sind die Boten, das sind Engel. Da kannst du aufgrund des Namens Engels eben nicht in der Bibel erkennen oder erklären, ob jetzt jemand im himmlischen Auftrag oder im teuflischen Auftrag sozusagen unterwegs ist. Das kannst du nicht machen. Eine Botschaft ist eine Botschaft, aber ob die jetzt gut oder schlecht ist oder für Gott ist oder gegen Gott ist oder für den Menschen und gegen den Menschen, wie auch immer, kannst du nicht heraussehen. Und dieses Lied ist voll von Tricksereien und Täuschungen. Das seht ihr jetzt in der nächsten Geschichte. Ich glaube an Engel, wenn ich weiß, dass die Zeit für mich gekommen ist, dann werde ich den Strom überqueren. Und das war der Punkt, wo ich mir die Hand vor den Kopf geschlagen habe. Ich denke, nicht schon wieder. Aus der Gender-Agenda oder Satans Musik-Agenda 61, Dali, Beyoncé, die Beatles und eine Welt ohne Himmel. Oder für andere die zweite Folge der 24 Folgen während Dauer von Peter Gabriel haben wir hier eben wieder denjenigen, der die Toten übersetzt. Weil aber sagt, dann werde ich den Strom überqueren. Strom überqueren ist kein Ausdruck aus der Bibel. Strom überqueren steht jetzt wieder hier für Charon, eben den Fährmann, der übersetzt für die letzte Reise ins Totenreich, auf die andere Seite. Tja, und deswegen, das ist jetzt Wiederholung aus der Lesung 61, ne? Mit ein paar Bildern, mit dem Hund mal dabei, damit wir ein bisschen neue Bilder zeigen. Nicht immer nur mit diesem Fährmann und Christa Burke, wie gesagt, The Getaway. Da seht ihr schon der Übergang von der einen in die andere Welt. Ja, also hier von der Stürmischen oft in die Ruhesee. Also man geht natürlich auch umgekehrt. Und er sagt uns ganz einfach, don't pay the ferryman, was eine ganz offene Anspielung ist, eben auf diesen Fährmann. Und aber sagt nochmal, wenn ich weiß, dass die Zeit für mich gekommen ist, also zu Deutsch meine Zeit abgelaufen ist, deswegen hat ja der Fährmann da auch diese Sanduhr dabei, dann werde ich den Strom überqueren. Also den Strom des Lebens sozusagen. Ja? Ganz einfach. So, und da brauchen wir nicht mehr reinzugehen, wenn ihr das in epischer Länge haben wollt, könnt ihr euch die Sendung 61 angucken. Ja? Geht weiter mit aber. Ich habe einen Traum, eine Wunschvorstellung, um mir durch die Wirklichkeit zu helfen. Denn mein Ziel ist der Mühe wert,
um mich immer noch eine weitere Meile durch die Dunkelheit zu kämpfen. Also, wir sind schon wieder bei Gimmi 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 mit der Dunkelheit, da wo kein Licht ist, da wo halt Dämonen bzw. gefallene Engel eben ihr Unwesen treiben. Ne? Durch die Dunkelheit zu kämpfen heißt letzten Endes mit, ja, gegen die dunkle Seite zu bestehen. Ne? Ich glaube an Engel, ich weiß, wenn die Zeit für mich gekommen ist, dann werde ich den Strom überqueren. Also wir reden hier völlig von einer heidnischen Geschichte, von einem heidnischen Glauben der Überquerung eines Stroms. Und dann sind wir halt ganz klar dabei, dass wir wissen, ey, das können überhaupt keine Christen sein, das sind keine Atheisten und die meinen auch nicht die Engel Gottes. Und wenn die sagen, das Wunder eines Märchens, dann ist das ganze Ding, was die uns hier präsentieren, nichts anderes als ein Märchen. Und da wundere ich mich dann auch überhaupt nicht mehr drüber. Und wenn die dann hingehen, wie auf dem nächsten Bild da, eben dann Kinderchöre überall rekrutieren, die dann einfach irgendetwas mitsingen. Diese Kinder denken natürlich, die singen schon fast ein Weihnachtslied, weil es eben Weihnachten rausgekommen ist. Die denken auch, ach, aber die sind so nett, das sind so zwei Pärchen, die sind so lieb. Und dann singen wir mal mit und ich glaube an Wunder, an Märchen und nicht an die Engel und so weiter und so fort. Und die werden mich durch die Dunkelheit bringen. Aber diese Kinder wissen überhaupt garantiert nichts davon, was es denn heißt, wenn die Zeit gekommen ist, den Strom zu überqueren oder die Wunder eines Märchens. Und deswegen ist das natürlich in irgendeiner Art und Weise jetzt hier völlige Fehlleitung der Kinder und das ist eine satanische Musikagenda, auch I Have a Dream. Tut mir leid, ist so, sehe ich so. Mal eben über diesen Satz, wenn du das Wunder eines Märchens sehen kannst. Von dem Augenblick, wo du das als erstes erwähnt hast, da habe ich gedacht, ja, du sagst, das macht irgendwie alles keinen Sinn. Ja, wenn man das vielleicht so sieht von wenn ich das Wunder sehen kann, wie ein Märchen wahr wird. Da konnte ich mir nicht helfen, um an den Film Pretty Woman mit Julia Roberts zu denken. Weil in diesem Film kommt eine Szene vor, wo sie mit ihrer Freundin im Restaurant, im Außenrestaurant des Hotels sitzt und ihr dann erzählt, was ihr da passiert ist, zugestoßen ist. Und sie fragt, ja, erzähl mir doch mal jemandem, dem sowas schon mal jemals passiert ist. Nenn mir ein einziges Beispiel. Und die Antwort der Freundin war in Englisch, Cinderfuckinrella. Also mit anderen Worten, wie heißt die wieder? Aschenputtel. Aschenputtel. Danke, ja. Cinderella, das Aschenputtel. Nach dem Motto, das, was in Pretty Woman passiert ist, ist Aschenputtel, ist ein wahr gewordenes Märchen. Und wenn ich diesen Satz hier lese, wenn du das Wunder eines Märchens sehen kannst, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie damit vielleicht meinen, wenn du siehst, wie ein Märchen wahr wird. Nur ein Märchen wird nicht wahr, sonst wäre es ja kein Märchen. Aber eine vergleichbare Geschichte wird dann vielleicht wahr. Und wenn man das dann assoziiert an den gefallenen Engel, der sich ja selbst über Gott erheben will, ja, dann denke ich, sind wir am Anfang einer sehr interessanten Analyse angekommen. Aber das überlasse ich gerne dir. Und das waren meine Bemerkungen, die ich zu diesem Satz hier mal eben habe. Und dann eben das auf... Ja, für mich ist einfach der ausschlaggebende Satz hier von wegen, wenn die Zeit für mich gekommen ist, werde ich den Strom überqueren. Und damit ist eigentlich klar, was gemeint ist. Und deswegen, eigentlich wollte ich dieses Lied in 5 Minuten behandeln, weil das ist, gegenüber das, was jetzt noch alles kommt, ist das Kindergarten. Ne? Das Blöde ist mit dem Kindergarten, dass da so wirklich jetzt Kinder irgendetwas mit Strom überqueren und so weiter jetzt mit aufschnappen und garantiert ihr Leben lang nicht vergessen, dass sie irgendwann einmal früher mit den berühmten Abbas singen durften. Ja, auch wenn das jetzt hier ein Tributchor ist mit nicht den originalen Aber-Interpreten, macht jetzt trotzdem keinen Unterschied, weil diese Kinder halt einfach wirklich glauben, ein schönes Weihnachtslied oder was weiß ich zu singen. Also das ist Verführung pur. Das ist nichts anderes. Aber wir können gerne mal zum nächsten kommen, weil das war jetzt wirklich nur zum Warmlaufen. Das ist auch zum Warmlaufen. Das ist Aber im Wachsfigurenkabinett in London bei Madame Tussauds. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ja? Also in Lebensgröße sozusagen, Starschnitt, als Götteranbetung kann man dann seine Lieblingsfiguren dann sehen und da rumlaufen und bewundern. Ne? Das sind halt solche Sachen, die viele ganz toll finden.
Ich weiß auch, wer da gewesen ist und seinen Geburtstag gefeiert hat, aber das ist eine ganz andere Lesung. Ne? Madame Tussauds nur wirklich richtig echt mit dem Pentagramm. Ne? Rechts neben London, ne? Hast du gesehen. Gut. Ja, da ist es. So, und dieses Pentagramm verfolgt uns natürlich heutzutage überall, beispielsweise bei Marvel, Superhelden 4D, also überall, Deutschland sucht den Superstar und wie die Dinge alle heißen. So, nochmal der Running Gag, wo eben jetzt nicht draufsteht, weil der Text jetzt fehlt, weil er auf der übernächsten Seite jetzt leider mit drüber kopiert worden ist, wo eben dann draufsteht, dass ein vergöttertes Sexsymbol und so weiter, das kennen wir alle schon. Ne? Also das Bild, was ihr jetzt hier seht mit dem Hubschrauber, das ist also da wieder mal so typisch, weil also Leute da jetzt ein Fan von irgendjemandem sind, dass sie da halt alle möglichen Souvenirs und Dinge dann mal nachstellen wollen, um halt auch irgendwie sich so zu fühlen wie ihr großes Vorbild. Und ich denke nicht, dass aber in irgendeiner Art und Weise ein Vorbild sind. Da kommen wir auch noch richtig gut hin. Da gibt es nämlich beispielsweise eine Super Trooper-Ausstellung, die in London 2019, im Dezember 2019, also wirklich recht aktuell, da angefangen hat. Geht schon direkt los mit dem ersten Satz, From a Superfans Shrine. Also sind wir schon bei dem Schrein, da sind wir schon bei der Verehrung. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, auf diese ganzen Geschichten, weil wir halt einfach zu viel Text haben. Auf der nächsten Seite seht ihr eine sogenannte goldene Schallplatte für ABBA Super Trooper. Dieses Lied kommt von 1980. Wir sind also jetzt zu den 80er Jahren hier angekommen. Kommt von der gleichnamigen LP, beziehungsweise natürlich irgendwann später CD, die dann genauso heißt. Also das ist das Titelstück. Das ist jetzt auf der nächsten Seite ein Ausschnitt aus der Biografie, wo der wichtige Satz drin steht: One of their most magical recordings. Eins ihrer absolut magischsten Aufnahmen. Ne? Das hatte schon den Arbeitstitel Super Trooper und das musste man jetzt irgendwie vertonen. Das heißt, es war von vornherein gedacht, dass das Ding Super Trooper heißt und es war von vornherein angedacht, dass das jetzt eben ein komplettes Album ist und dass man jetzt damit die 80er Jahre einläutet und dass es ungefähr so vom Refrain klingen sollte wie Take a Chance on Me. Ne? Deswegen Take a Chance, Chance, haben wir bei Super Trooper, Superpa, Dupapa und so weiter. Ja? So, und jetzt stoppen wir eben bitte hier. Ja? Recording for Super Trooper fing an in frühem Oktober 1980 mit Frieda als der Liedstimme. Und da steht eben genau der Satz: The most magical recordings and the catchy backing vocal, Superpa, Trooperpa. Ne? So, das ist die Reminiszenz. Jetzt kommt der Satz unten drunter. Ja, genau. Jetzt kommt der Satz. Ne? Brillant ist natürlich auch schon schön, weil Brillant zeigt natürlich irgendetwas mit Edelstein an, aber es wird jetzt interessant. Ich sage ja, jetzt fangen erst wirklich die ganz interessanten Aber-Dinge an, finde ich zumindest. Mein Gimme Gimme war ja schon interessant, aber jetzt kommen die wirklich interessanten an. Ich habe mal die letzten drei Sätze hier unten drunter übersetzt. Also Super Trooper war wirklich jetzt hier ein richtig fetter Hit. Ja, genau diese Seite brauchen wir jetzt. Und wenn du diese Seite mit ganz nach unten scrollst, dann kommt da drauf: The photoshoot for the single and album sleeve, also für die Hülle der Fotoaufnahmen, presenting a virginal looking ABBA potentially surrounded by performers von Jerry Cottle's Circus, was initially to have taken place at London Piccadilly Circus. Ich übersetze hier mal so in Deutsch recht frei. Eine jungfräulich erscheinende Band namens ABBA, umgeben von Darstellern des Jerry Cottle Circus. Das war das, was eigentlich angedacht war. Sollte eben im Flutlicht vor der berühmten Statue des Eros stehen, im Piccadilly Circus, während die Akrobaten, Joggler und Feuerspucker, sie auf der Straße einkreisen oder umkreisen. Das war angedacht, dass diese Aufnahme draußen stattfand, auf dem öffentlichen Platz Piccadilly Circus in London. Heißt, die Band musste nur für dieses Foto mal eben nach London und sollte eben da auf einem Platz in London, eine Straßenkreuzung ist das, eben dann da dieses Foto machen. Was nicht funktioniert hat, weil die das nicht auf die Reihe bekommen haben, entsprechend
die Genehmigung zu bekommen, beziehungsweise die Sicherheit der ABBA-Bandmitglieder zu gewährleisten, weil halt letzten Endes da das Interesse an ABBA ein viel zu groß gewesen wäre. Also hat es nicht geklappt. Was hat man dann gemacht anstatt dessen? Tja, da kommen wir später drauf. Aber wir gucken uns doch mal an, was mit dieser Statue da ist. Weil hier ist ja ein Gott benannt, die Famous Statue of Eros, also die berühmte Statue des Eros. Eros steht für Erotik. Warum geht jetzt ABBA hin, beziehungsweise derjenige, der für das Cover verantwortlich zeichnet, und wollte ABBA genau da irgendwo prominent hinstellen? Was hat das mit ABBA zu tun? Gucken wir uns das an. Da ist die Lokalität. Das ganze Teil ist eben mitten in London, da wo also wirklich massig Verkehr ist. St. Giles, da haben sie früher die Scheiterhaufen gehabt und die Folger von John Wycliffe verbrannt, die Lollards. St. Giles, nur mal eben so zur Information. Ja, so viel wieder zu den Heiligen, ne? Ja. Oder da ist eben, wenn man so will, da ist eben ein ganz großer und wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Das heißt, er hat also wirklich richtig Anstrengung benutzt, um das mal eben für ein paar Minuten zu sperren. Das haben sie dann auch nicht gemacht. Das ist eine zeitgenössische Abbildung. Und jetzt guckt mal, was da steht. Und damit sind wir schon bei dem nächsten Fehler in der ABBA-Biografie. Da steht drin, The Shaftesbury Memorial Fountain, also mistakenly known as Eros, fälschlicherweise als Eros bekannt, ja, wird von einer geflügelten Statue von Ant-Eros bekleidet. Ja? Located at the southeastern side of Piccadilly Circus in London, England. Das heißt, das, was in der Biografie schon steht, von wegen Eros, ist jetzt schon falsch, weil es eben nicht Eros ist, sondern Anteros. Das ist im Übrigen auch sein sogenannter Bruder. Ja? Bruder. Aber es ist eben ein Fehler in der Biografie. Ja, und das ist eine Geschichte, da müssen wir ganz dringend drauf eingehen und uns dann überlegen, warum gerade da. Was hat aber damit zu tun? Ja? Und surmounted heißt übrigens gekrönt. Ja? Wir haben auch gleich ein richtig interessantes Bild von dem Viech oder von dem Ding, was niemals ein Gott gewesen ist. Und es gab damals schon eine Kontroverse, als man eben eine nackte Figur da aufgestellt hat. Also damals hatte man eben schon einen ganz anderen Moralkodex als heute. Ja? Obwohl diese Statue generell, normalerweise, gewöhnlicherweise als Eros bekannt ist, wurde sie geschaffen als ein Bild seines Bruders Anteros. Tja, und Gilbert, dieser Schöpfer da, hat eben Anteros beschrieben als Reflexion der Liebe oder die Opposition zu seinem angeblichen Bruder Eros und so weiter und so fort. Und jetzt guckt euch mal an, was in dem nächsten Artikel steht. Some of the objections were tempted by renaming the statue as the Angel of Christian Charity, also der Engel der christlichen Wohltätigkeit. Also es gibt keinen Engel namens Eros im Christentum. Da kann man schon mal sehen, wie alles hier durcheinander gemixt wird. Und das erklärt dann vielleicht auch die I believe in angels by I have a dream. Aber wir machen... Ich glaube nicht, dass es darum geht, um den Namen. Es geht darum, Christian Charity. Charity ist nicht nur Wohltätigkeit, sondern wird auch übersetzt als Nächstenliebe. Also soll der Engel die christliche Nächstenliebe darstellen. Ich glaube, so ist das hier gemeint. Ja, da haben wir aber ein ganz großes Problem. Das Problem kommt gleich. Could be invented in Christian terms for the role Anteros played in the Greek Pantheon. Also da sind wir direkt bei den griechischen Pantheon, da sind wir direkt bei den griechischen Göttern. Griechische Götter haben nichts mit dem Glauben des wirklichen Christentums oder zumindest mit der Bibel zu tun. Nein, natürlich nicht, aber du weißt doch, wie sie immer alle Dinge umdrehen.
Ja, das wird jetzt gleich auch noch. Die Bibel spricht von Nächstenliebe, der Papst spricht auch von Nächstenliebe, aber das, was der Papst mit Nächstenliebe meint, ist nicht das, was die Bibel meint. Und wenn Sie das von der Bibel zupassen auf Ihre heidnischen Religionen, dann meinen Sie natürlich ganz was anderes mit, aber Sie gebrauchen dieselben Ausdrücke. Das war nur der Punkt, den ich machen wollte. Das ist halt der Engel der Nächstenliebe ist. Das ist dann kein Name, sondern das ist dann die Funktion, mehr oder weniger. Das wollte ich damit gesagt haben. Verstehst du? Damit will ich Ja. nicht sagen, dass die das biblisch meinen. Ganz im Gegenteil. Du knarrst mit deinem Mikro, ich weiß nicht warum. Ja, das ist die Schnur, die hier an meinem Reißverschluss von Ach meiner so, Jacke okay. ist. Das ist alles. Okay. Ich probiere das ein Ja. bisschen einzuschränken. Entschuldigung Alles dafür. gut. Nee, ich meine es nur gerade. Das hört sich an, als wenn du gerade irgendwie so auf dem alten Holzstuhl sitzt. So. Nee. Im Winter von 2013 war die Statue bedeckt mit PVC, Snow Globe, mit Internal Fans, also mit internen Gebläsen, um eben da Schneeflocken umherwirbeln zu Also lassen. mit Und im anderen Winter. Worten, eine PVC-Haube und dann haben Ja, sie da so ein Schneeding von gemacht da genau. drin. So ist das, So, ja. und im Winter 2014, 2015 haben sie eben dann eine große Box für gigantische Weihnachtsgeschenke dann da drum gespannt irgendwo, oktagonal, Achteckig, ja. achteckig, ja, genau, oktagonal, ja, was eben eine ähnliche Funktion hat. Das heißt, dieses ganze Ding hat wieder mit Weihnachten zu tun und mit Winter zu tun und so weiter und so fort. So. Und Anteros ist angeblich der Gott der erwiderten Liebe. Gucke ich mir den Duden an. Ja, das ist der Duden.de. Kennt kaum noch jemand Duden. Ne? Man weiß, viele wissen ja gar nicht, wie Duden mehr geschrieben wird. So, und erwiderte Liebe heißt jemandes Gegenliebe gewiss sein. Ne? Auf Gegenliebe stoßen, Gegenliebe finden. Sie stieß bei ihrem Vorschlag bei den Kollegen auf keine oder wenig Gegenliebe. Kommt von Ant, ne? Heißt Anteros. Ant ist eine Verkürzung von dem mittelenglischen Amte oder von Ant, kann eben auch eine Ameise sein, ne? Insect's Name, etymologisch the biter of. So, also kommt dann auch von Ameise. Aber, und jetzt kommt die zweite Bedeutung, jetzt kommt die große Alarm-Sirene. Anti kommt aus dem Griechischen und heißt gegen, Opposition. Und anstelle dessen und wird verkürzt um das I vor Vokalen. Also heißt Anteros Antieros. Anti-Eros heißt, das hätte ich eigentlich von Beginn an schon sagen wollen, und ich wollte dir das nicht Ja, wegnehmen, genau, aber ich das dachte, dass überhaupt du nicht darauf mehr. hinarbeitest, weil das ist ja Genau, dasselbe genau. wie Antichrist, Ja, was aber nicht wir müssen gegen ja, wir Christ, müssen. sondern eben auch anstatt Das Christ kommt ja heißt. Ne? jetzt alles. Das kommt jetzt alles. Und wir müssen ja hier die offizielle Begründung haben, sodass wir das nicht irgendwie aus den Fingern saugen, sondern dass wir wirklich sehen, guck mal hier, auf der Webseite, in dem Duden und so weiter, bei Etymology Online und so weiter, da kannst du darauf hinarbeiten und du siehst ganz einfach, dass es eben nicht ebenso nach dem Motto mal eben der Bruder der Liebe ist oder Bruderliebe ist oder Gegenliebe ist, sondern dass es das Gegenteil ist und dass es nur verkürzt wird um den Vokal I, wenn eben danach ein Vokal folgt. Und das ist der Fall. Bei Anteros folgt ein Vokal, nämlich E. Aber bei Antichrist folgt kein Vokal, nämlich ein Konsonant namens C auf das Anti. Und Ja, deswegen heißt das Antichrist das ist dasselbe und Prinzip wie im Antiros. Französischen, ne? Ja, aber das muss man natürlich erstmal wissen. Ansonsten rennt man die ganze Zeit mit Ameisen rum und denkt auch wirklich, dass die originale Bezeichnung und die originale Erklärung hier richtig ist, was sie eben nicht ist. Deswegen kommen wir nämlich jetzt genau zu dem Punkt, wenn wir da weiter scrollen unten drunter. Ja, in Opposition. Ja, Antichrist, Antikommunist. Ja. Deswegen habe ich hier mal den Nietzsche genommen und hat hier den Baphomet von Ilias Levi beispielsweise als Antichrist. Ja. Kann man dann nehmen. Viele andere Dinge auch. So, Anteros ist eben dann Antieros. Ja. Ist in der griechischen Mythologie der Gott der Gegenliebe, der, und jetzt geht's los, verschmähte Liebe recht. Also der ist nicht ohne. Das ist jetzt alles natürlich ein Märchen, so wie I Have a Dream dann sagt. Ja? Nur, diese Figur ist echt und steht auf dem Piccadilly Circus in London. Da kann man sich ja mal überlegen, warum. Warum steht in London eine griechische Statue eines Gottes, der verschmähte Liebe recht? Ne? Und vor allen Dingen, warum sollte ABBA darauf posieren? Zu dem Zeitpunkt, wo beispielsweise schon eine Beziehung von denen völlig in die Brüche gegangen ist. Die Legende sagt jetzt, dass Aphrodite, die Göttin der Liebe, besorgt war, dass ihr Sohn Eros, der für die Erotik steht, Erotikmesse, Erotik und so weiter, nicht wachsen wollte.
Und auf den Spruch hin, Eros könnte erst wachsen, wenn er einen Bruder und damit ein Gegenstück habe, gewahr sie den Anteros, also Anti-Eros. Und da gibt es jetzt eine ganze Menge Sachen, die natürlich überhaupt nicht stimmen, von wegen ist der Sohn dieses und jenes. Uns geht es ja nur um die Symbolik jetzt hier. Ne? So. Und das wurde eben damals erzählt, dass es da ein Verhältnis gab in Palestria und dass sie eben dann da ein Relief gäbe, wo beide zu sehen sind und so weiter, im Gymnasium von Elis, wie sie um eine Siegespalme ringen und Anteros dem Eros die Palme zu entreißen versuchten. Ein Gymnasion ist natürlich ungefähr das, was heutzutage Gymnasium ist. Tja, und damit sind wir natürlich schon direkt in der Schule, wo natürlich sowas dann gelehrt wird. Ne? Ein wunderschöner Knabe mit goldenem Haar, das war Eros. Und der Anteros, sein Bruder, war ein ebenso schöner Knabe mit dunklem Haar. Oh, dunkel. Traditionell wurde Eros goldenes Haar zugeschrieben. Hier habt ihr mal zwei Bilder. Einmal so eine Zeichnung und einmal ein richtig schönes Bild. Schön bunt hier. Von Eros und Anteros. So, und wenn jetzt aber vor einem heidnischen, griechischen Gott, der auch noch falsch bezeichnet wird, posiert, dann ist das ein Verstoß gegen die 10 Gebote. Auf dem nächsten. Und Gott redete all diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Was ist denn das dann bitte? Ja, das hat eben nicht geklappt. Deswegen kommen wir jetzt in dieser oder nächsten Sendung, kommen wir dann in ganz, ganz abenteuerliches Fahrwasser. Wir kommen zu Super Trooper, ein Popsong aus dem Jahre 1980, ein richtig massiver Hit. Warum heißt das Teil Super Trooper? Der Text wird aus der Perspektive einer Musikerin erzählt, die sich auf Tournee befindet und sich im gleißenden Licht der Scheinwerfer in die Arme ihres Geliebten zurücksehnt. Das ist die offizielle Erklärung. Was ist ein Super Trooper? Da gibt es mehrfache Bedeutungen. A, die Typenbezeichnung eines speziellen Bühnenscheinwerfers der Firma Strong Entertainment Lightning oder Lighting, mit dem man die Künstler aus der Blickrichtung des Publikums beleuchtet. Also ein Scheinwerfer, ne? So wie eine große Taschenlampe. Die Firma Strong Electric Corporation aus den USA war ein innovativer Hersteller und im Zweiten Weltkrieg haben die sogar U-Boot-Suchscheinwerfer für die amerikanische Marine gebaut. Das englische Wort Trooper bedeutet allerdings auch, ein guter und zuverlässiger Mitarbeiter der Truppe zu sein. Deswegen hieß das Ding erstmal Trooper und wurde beispielsweise bei Holiday on Ice benutzt. 1943 schon. Er war zum Zeitpunkt seiner Einführung und auch Jahre darauf der stärkste und hellste Scheinwerfer der Welt. Ich meine, wenn jetzt jemand die anderen 135 Folgen da und ne, dann weiß man ja schon, wo die Geschichte jetzt hier hinläuft, glaube ich. Ne? Ja. Dann gibt es jetzt eben einen kleinen Ausflug in die Technik. Und zwar auf den nächsten 20 Seiten. 1956 brachte die Firma Strong den Super Trooper heraus, welcher sich rasch einen exzellenten Ruf erwarb. Viele Künstler bestanden darauf, aufgrund des besonders hellen und klaren Strahls nur vom Super Trooper ausgeleuchtet zu werden und ließen dies auch in ihre Bühnenvorbereitung hineinschreiben. Da gibt es also wirklich die entsprechenden Maßgaben, die man zu erfüllen hat. Das Ding heißt im technischen Begriff, weil ich ja eben auch aus der Bühnentechnik so ein bisschen komme und mit vielen Künstlern zu tun hatte, das Ding heißt Technical Rider. Da stehen dann nämlich dann drin, was da bitte schön an Licht und Ton und unter anderem auch Catering und so weiter, Deko und alles dann da benutzt wird und gebraucht wird, bevor der Künstler sich überhaupt einverstanden erklärt, aufzutreten. Ne? So, geht weiter.
Also, Super Trooper ist ein besonders heller Scheinwerfer. Der Manager Stikkan Andersson hatte die Idee, diesen Namen als Titel für das neue Album zu verwenden. Also, mal wieder der Manager. Ne? The Man in the Middle. Da habt ihr den. Fällt euch an dem Logo was auf? Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Ne? Geht weiter. Nachdem Björn und Benny bereits 9 Monate am Album gearbeitet haben, waren sie der Meinung, dass das Album noch einen starken Song bräuchte, der als Single veröffentlicht werden konnte. Daraufhin schlug Stig Andersson vor, dem Scheinwerfer das letzte Lied zu widmen und Super Trooper dementsprechend auch als Liedtitel zu verwenden. Obwohl Björn und Benny zunächst wenig begeistert von dieser Idee waren, verbrachten sie dann volle 2 Tage im Studio, um das Lied zu schreiben. Obwohl das Lied letzten Endes sehr erfolgreich war, hatte Ulvaeus Schwierigkeiten mit dem Text, was er später mit den Worten ausdrückte. Stellen Sie sich vor, Sie müssen über irgendwelche verdammten Scheinwerfer schreiben. Nochmal. Stellen Sie sich vor, Sie müssen über irgendwelche verdammten Scheinwerfer schreiben. Warum musste er denn? Ist ja ganz einfach. Weil der Manager Stikkan Andersson die Idee hatte und darauf insistiert hat. Er ist derjenige, der Boss ist. The Man in the Middle. Die Aufnahmen zu dem Song Super Trooper, der zunächst den Arbeitstitel Blinker, Lilla, Sternjahr, zu Deutsch blinkender kleiner Stern hatte, begannen am 3.10.1980. Blinkender kleiner Stern. Gucken wir uns das an. Ja, Super Trooper, veritabler Hit überall. USA nicht so, aber ansonsten gut abgeräumt. Hat es auch damals in der neuen Version der A-Teens gegeben. Aber in Australien waren sie dann keine Fans mehr davon, aber das ist jetzt alles hier egal. Ne, Heavy Metal gibt es auch davon eine Version, interessiert uns jetzt alles erstmal nicht. Es wird gleich makaber. Ja, wurde auch in Kindermusicals namens Abracadabra eben benutzt und so weiter. Ne? Gibt auch da eine ganze Menge tolle Sachen, zum Beispiel ABBA, Super Trooper mit ganz vielen Pentagrammen, juhu, ganz toll. Ne? Super Trooper ist kein melancholisches Lied, kein langsames Lied, ist ein Mittempo-Lied, steht hier als brightly beschrieben, ganz oben links. Ja? Das heißt, die Melodie selber, wie das zu intonieren ist, ist brightly, ist also dann wirklich hier glänzend und ja, mit Pathos und so, ne? Brightly, sehr interessant. Geht weiter. Das ist das Cover von Super Trooper. Jetzt ist klar, warum das nicht bei Piccadilly Circus hätte aufgenommen werden können, weil zum einen natürlich da der Scheinwerfer nicht sichtbar wäre, zum zweiten bei der Masse an Leuten und bei diesem Bühnensetup wäre es halt schwierig gewesen, das irgendwie draußen so darzustellen, ohne dass man halt eine Wahnsinnsmassenmenge, Menschenmassen irgendwo hätte wegsperren müssen. Also das haben die deswegen hier auch teilweise noch mit Angehörigen von denen und mit Mitarbeitern danach gestellt. Daher erklärt sich das, dass es dann halt eben dann drin ist. Also das spielt das Ganze so in einem Art von Zirkus. Aber da kommen wir später noch zu Super Trooper. Geht sich um den Scheinwerfer. Ne? Also Super Trooper, ein Typ eines Scheinwerfers und kann auch heißen, eine zuverlässige, eine nicht sich beschwerende, umgängliche Person aus dem Jahre 1942. Und Trooper steht übrigens auch umgangssprachlich für einen Badass. Was ist ein Badass? Ein Badass auf der nächsten Seite im Cambridge Dictionary ist eine schlimme, schlechte oder eine angsteinflößende Person. Tja. Super Trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do. Also Super Trooper Strahlen blenden mich, aber ich werde nicht traurig sein, wie ich es auch sonst nicht bin. Ne? So. Und das ist hier ein Stück eines Songtextes, der halt eben davon handelt von einem Künstler, der da halt immer angestrahlt wird und sagt, Mensch, irgendwo bist du da draußen und ich freue mich schon auf dich, wenn ich jetzt hier endlich mal fertig bin mit meiner Performance. Das ist so handelsübliche Denke. Ne? Dem ist meiner Meinung nach überhaupt nicht so. Ja? Denn, jetzt kommt's, what is a Super Trooper? Super Trooper ist ein Warenmarke, ein Trademark für einen speziellen Typ eines Spotlights, eines
Verfolgerspots. Gucken wir uns das mal an auf den nächsten Seiten. Ach nee, stopp, da war doch was. Da war doch der Arbeitstitel Blinker Lilla Sterner für Twinkle Twinkle Little Star. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein bekanntes englisches Wiegenlied. Und dieses Wiegenlied ist im deutschen Sprachraum durch das Weihnachtslied, oje, 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 heidnisches Fest, Morgen kommt der Weihnachtsmann bekannt. Wir müssen da unbedingt mal reingehen in dieses Lied. Das ist der Ursprungstitel von Super Trooper. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Im Original. Then the traveler in the dark, also der Reisende im Dunkeln, ja, der bedankt sich für dein kleines Funkeln. Er könnte überhaupt nicht sehen, wohin er geht oder den Weg nicht erkennen, wenn du nicht so funkeln würdest. Ne? Und dein strahlender und kleines Funkeln, das erleuchtet den Reisenden im Dunkeln. Das ist sogar noch im Reim. Ne? Deswegen hat sich jemand gedacht, guck mal, hier mache ich ein schönes Bild mit ganz schön tollen kleinen Sternen. Weil die Erde da wohl ziemlich, der Erde oder dem sogenannten Globus da ziemlich schlecht ist. Deswegen sieht er auch so schleimig grün aus. Aber wir machen mal weiter. Das ist nicht zum Lachen hier, was jetzt kommt. Twinkle, Twinkle, Lucky Stars gibt's übrigens von Jackie Chan. Oh, den kennen wir doch her. Den kennen wir doch hier von dem Richard Norton, von dem ehemaligen Bodyguard von ABBA aus der Australien-Tour 1977. Da war doch was. Ne? So kommt eben alles irgendwo wieder. Twinkle, Twinkle, Little Stars heißt bei denen Lucky Stars. Ne? Aber ist ja klar, geht irgendwo auf diese Reminiszenz zurück. Und es gibt eine Adaption in Lewis Carroll, Alice im Wunderland. Oh, wo der Hutmacher, der verrückte Hutmacher, den wir da kennen, eben eine Abwandlung macht von Twinkle, Twinkle, Little Stars. Und die heißt auf der nächsten Seite Twinkle, Twinkle, Little Bat. Also, Little Bat ist dann die kleine Fledermaus, die ich da so reingeschrieben habe. Ne? Twinkle, Twinkle, Little Bat. Tja, woher kennen wir denn den Hutmacher? Guck mal, jetzt kommt Peter Gabriel. Den verrückten Hutmacher kennen wir von dem Charisma-Label, wo eben Peter Gabriel beispielsweise auch da seine oder einen Großteil seiner Platten da vertrieben hat. Übrigens Genesis auch. Also wir sind da nicht alleine. Also funkelnder, funkelnder kleiner Stern oder funkelnder, funkelnder kleine Fledermaus. Fledermaus, da war doch mal was. Ja? Ironischerweise ist der Scheinwerfer, den ABBA in dem Musikvideo zeigt, überhaupt gar kein Super Trooper. Jetzt muss ich doch mal sehr, sehr genau werden. Also, der Songtext. Super Scheinwerferstrahlen werden mich blind machen. Ist das positiv oder negativ? Nun, 2. Korinther 4,4. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass es ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Ja, blind machen, verblendet oder blind sein ist natürlich eine ganz schlechte Geschichte. Deswegen kann auch Jesus beispielsweise Blinde sehend machen. Das hätte ich jetzt auch noch reinmachen können, wäre vielleicht noch ein bisschen passender gewesen. Aber der ganze Songtext handelt hier angeblich von jemandem, der sich danach sehnt, wieder in den Armen ihres Geliebten da zurückzufinden, wenn sie endlich mit ihrer Show in dem Super Trooper Licht da fertig ist. Und deswegen habe ich hier noch so ein paar Ausschnitte aus dem Video reinkopiert, die ihr da seht. Der Text selber ist jetzt gar nicht so wichtig. Wichtig ist was ganz anderes. Das werden wir auch im Laufe dieser Sendung wahrscheinlich noch rausfinden. Die Lichter werden mich finden. Ganz besonders gemein ist jetzt, sich wie eine Nummer 1 fühlen. Oh, oh, oh. Feeling like a number one. Da erhebt man sich natürlich über andere, wenn man sich selber als Nummer 1 sieht. Ne? Ihr seht, es geht die ganze Zeit über Licht und über Scheinwerfer im Hintergrund. Aber, das werden wir gleich sehen, wenn der Text zu Ende ist, es geht sich gar nicht um einen Super Trooper. Also, es geht sich da nicht um den Scheinwerfer an. Sich wie eine Nummer 1 fühlen. Heute Nacht werden mich die Super-Strooper-Strahlen blind machen. Oder mich blenden. Ja? Deswegen blenden, deswegen habe ich auch den Text hier genommen, von wegen, bei denen der Gott der Weltzeit die Sinne verblendet hat. Deswegen passte mir der Vers jetzt hier auch besser. Jetzt geht es immer so weiter. Strahlend wie die Sonne. Ist klar.
Heute Nacht werden mich die Superstrupa-Strahlen eben blenden. Strahlen für die Sonne. Und so weiter und so fort. Tja, deswegen hat diese Sendung ein bisschen Überlänge jetzt gleich. Weil, jetzt kommt es nämlich, das ist die Grundausstattung einer Beleuchtungseinrichtung für Bühnen. Grundlicht und Spielzonenlicht. Da seht ihr in der Mitte jemand, der aussieht wie ein König oder wie ein Papst oder wie auch immer, ja, der da eben dann angestrahlt werden will, weil er natürlich Nummer 1 ist, weil er steht. Ich fand dieses Bild dann sehr nett. Und da seht ihr, aha, guck mal hier, da gibt es Anweisungen heutzutage, wie man Künstler ausleuchtet. Ja, das ist jetzt eine sehr, sehr bunte Lesung hier, ich gebe das zu. Aber wir kommen zum Punkt. Da seht ihr im nächsten Abschnitt, seht ihr da, wie man jemanden wirklich gleichmäßig ausleuchtet, sodass man dann halt einfach, und das ist nämlich der Grundgedanke, möglichst wenig Schatten hat. Es sieht ganz furchtbar aus, wenn jemand gleißend hell ist und um ihn herum sind dann Schatten, die sich dann bewegen, wenn der andere sich bewegt, also wenn die Zielperson sich da bewegt. Deswegen gibt es Portalbrücken, wo das Licht dann dementsprechend dann aufgefächert wird aus verschiedenen Richtungen und so weiter und so fort. Ne? Ganz, ganz wichtig. Also die Beleuchtung oder das Ausleuchten, sagt man eigentlich, einer Bühne ist eine Kunst für sich. Und da gibt es halt einfach Gesetzmäßigkeiten, ganz klar. Ja? Das seht ihr hier beispielsweise auf dem nächsten Bild, dass da ein Scheinwerfer von oben kommt und ein Scheinwerfer von der Seite kommt. Ne? Warum ist das so? Um Schattenbildung zu vermeiden. Weil irgendwas, Publikum möchte ja auch denjenigen sehen. Der möchte ja nicht den Großteil des Schattens sehen, der möchte ja den Künstler in Anführungsstrichen sehen. Da seht ihr, da gibt es so eine Sache. Und jetzt schwenken wir mal genau auf das Video von ABBA aus Super Trooper. Das ist ein Scheinwerfer, aber kein Super Trooper. Das heißt, der Titel des Videos hat wiederum mit dem, was uns gezeigt wird, leider nichts zu tun. Nur der normale Fan oder der normale Musikkonsument kennt natürlich gar nicht den Unterschied zwischen einem Super Trooper und einem ganz normalen Bühnenscheinwerfer oder halt einem normalen Scheinwerfer oder einem, wir kommen gleich drauf. Ne? Das, was direkt ins Auge fällt, ist Anifried, wenn ihr euch mal den Pullover anguckt. Er hat da ein ganz tolles, gefächertes Muster auf ihrem Pullover. Aber geht noch weiter. Da seht ihr jetzt, aha, da wird jemand ausgeleuchtet, also angeleuchtet. Ne? So, ist aber immer noch kein Super Trooper, weil ein Super Trooper ist ein spezieller Scheinwerfer. Ne? Das ist ein Super Trooper. Ein Strong Super Trooper Long Throw. Also um lange Entfernungen zu überbrücken. 1600 Watt kostet mal eben 2500 Euro. Das ist beispielsweise ein Super Trooper. Natürlich jetzt nicht von 1980. Nochmal, dieser Song ist aus dem Jahre 1980. Da war man technisch noch nicht auf dem Level von 2020. Das ist 40 Jahre her. Okay, gut. Da seht ihr vorne, gibt es verschiedene Blenden, die man da machen kann. Da gibt es Filteraufsätze und so weiter und so fort. Das ganze Ding muss bedient werden. Geht weiter. Ich will es nicht zu langweilig machen, aber es ist, wie gesagt, eine ganze Kunst für sich, sowas. Ja? Da seht ihr jetzt Follow-Spotting. Das heißt, das ganze Ding ist kein normaler Scheinwerfer, der irgendeinen Schein wirft. Denn das ganze Ding nennt sich eigentlich ein Verfolger-Spot. Ein Follow-Spot, seht ihr im nächsten. Das Ding sieht aus wie eine halbe Kanone. Ist jetzt auch wieder kein Super Trooper, geht nur um die Ansicht selber. Und ich habe euch jetzt auf den nächsten Bildern mal gezeigt, wie das eigentlich aussieht, wenn ich das jetzt aus dem Publikum jetzt den Künstler anstrahle. Ob jetzt, egal, ob das jetzt hier eine Tanzveranstaltung ist oder ob das jetzt hier im nächsten Bild beispielsweise jetzt einfach nur eine Theaterveranstaltung ist. Ne? So sehe das aus. Jetzt seht ihr, da hinten bildet sich ein Schatten. Das sieht natürlich nicht besonders intelligent oder jetzt sieht nicht sehr interessant aus. Ne? Deswegen gibt es natürlich in der Lichttechnik verschiedene Möglichkeiten, um das eben zu minimieren. Deswegen kommen wir jetzt zu Production Partner. Wissen, Lernen, Verstehen, der Verfolgerscheinwerfer, Besonderheiten im Einsatz. Wenn ich jemanden verfolge, dann renne ich normalerweise hinter jemandem her. Ne? Wenn ich also mal dran denke, an den Polizisten und den Dieb, den er dann versucht zu fangen. Tja, was heißt denn jetzt hier? Das bedeutet, da seht ihr jetzt mal so ein Ding im Einsatz auf einer erhöhten Bühne, was eben den Künstler anstrahlt. Das bedeutet, dass ein Beleuchter diesen Scheinwerfer kontinuierlich bedient. Den Künstler aus dem Szenenbild hervorheben, die klassische Aufgabe eines Verfolgers. Ein Super Trooper ist kein normaler Scheinwerfer. Ein Super Trooper ist ein Verfolger. Ganz wichtig zu wissen. Geht weiter. Wo nichts rot ist, braucht jetzt nichts vorgelesen zu werden.
Ja, es zeigt halt einfach nur, die Technik ist nicht stehen geblieben. Es erfordert einen erhöhten Bedienaufwand, permanent den Künstler im sogenannten Fokus zu haben und dann auch noch verschiedene Elemente da zu ziehen oder Register zu ziehen sozusagen, um jetzt noch verschiedene Gobos zu projektionieren, um verschiedene Muster zu zeigen, die Farbe zu machen, die Schärfe einzustellen, den Lichtkegelgröße zu bestimmen. Deswegen habt ihr da diese vertikalen und horizontalen Schieber, wo man dann letzten Endes dann den Austrittskegel damit einstellen kann. Man kann das Ding auch als Gobo-Projektor nutzen. Zum Beispiel auf dem nächsten Bild. Das sieht dann so aus. Das ist Batman. Batman ist eine Fledermaus, ne? Twinkle, twinkle, little bat. Funkel, funkel, kleine Fledermaus. Jemand, der das wörtlich genommen hat, ist Kate Bush. Die streckt ihre Zunge auch nicht aus, weil sie irgendwie Durst hat, sondern weil es natürlich eine Reminiszenz an die Schlange ist. Und Batman ist der beliebteste Rächer von allen. Jetzt sind wir schon wieder bei Ant Eros. Denn Batman ist überhaupt kein positiver Charakter. Das ist nur ein kleiner Ausflug jetzt hier in Batman. Überhaupt kein positiver Charakter, denn die Motive von Batman, also nach vordergründig die Bekämpfung des Verbrechens und der Korruption im nächsten Absatz in Gotham City, sind eben nicht so selbstlos, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Zudem muss erwähnt werden, dass Batman in erster Linie kein Gesetzeshüter ist und auf Gerechtigkeit pocht, sondern vor allem Rachegefühle seinen Antrieb ausmachen. Der Rächer geht weiter. Batman, der seine Ziele fanatisch wie ein Psychopath verfolgt und beinahe rücksichtslos gegen seine Feinde vorgeht. Also nur mal so viel dazu. Die Reminiszenz mit einem Fledermaus-Cape, die Reminiszenz als Rächer und die Reminiszenz an Twinkle, Twinkle, Little Bat. Twinkle, Twinkle, Little Star. Der Ursprungsgedanke, der Ursprungssong von Super Trooper. Hat also irgendetwas mit Scheinen und Sternen zu tun. Geht weiter mit dem Super Trooper Scheinwerfer. Da seht ihr jetzt mal, was auf der nächsten Seite kommt, wenn diese Seite zu Ende ist. Dann kommt etwas richtig Großes, Fettes. Denn hier steht, ein großer Feind des Verfolgerfahrers, also des Bedieners, das steht unten drunter, ist die Hitzeausstrahlung seines Arbeitsgerätes. Das Lampengehäuse strahlt an sich schon sehr viel Wärme ab und zusätzlich steigt diese Wärme konvektionsmäßig nach oben. Das heißt, dieses Ding zu bedienen, da muss man ein bisschen Erfahrung haben, sonst verbrennt man sich da die Flossen bei. Ist aber noch nicht alles. Geht weiter. Da seht ihr beispielsweise die typische Montage eines Verfolgerscheinwerfers. Das muss jetzt kein Super Trooper sein, den zeigen wir gleich. Und das ganze Ding, das ist halt ein bisschen altertümliche Anwendung hier, das ganze Ding gibt es auch hier in richtig teuer und aufwendig. Da seht ihr jetzt mal, wie das heutzutage bei großen Produktionen gemacht wird, ja? Da seht ihr so einen Scheinwerfer, der dann da von da aus auf die Bühne strahlt und denjenigen anleuchten soll. Da seht ihr mal, was dafür notwendig ist, ne? Also eine Funkverbindung, eine Funkstrecke, dann ein kompletter Sitzen, Montage, Bügel und so weiter. Also das sind richtig teure Sachen. Geht aber noch weiter. Der kleine technische Exkurs ist auch gleich zu Ende. Ungefähr noch 3 Seiten. Ihr seht nun mal, wie kompliziert das alles ist. Das ist nicht mal eben so ein Scheinwerfer auf jemanden draufzuhalten und jetzt gib ihm, bis der andere blind wird. Das ist eine Technik für sich, die verschiedenste Probleme hat. Beispielsweise die Hitzeabstrahlung, beispielsweise auch die Abschattung durch die ganzen, Ozon, ne? Durch diese ganzen Probleme, die da auftauchen. Damit ihr mal seht, wie aufwendig sowas ist. Wir reden jetzt hier von richtiger Bühnentechnik. Und glaubt mir, wenn ABBA da ausgeleuchtet worden ist, die wollten natürlich auch nicht, dass die Sängerinnen und Sänger da käsig aussehen wie, keine Ahnung, gerade aus der Klinik oder so. Ne? Da seht ihr jetzt mal, was das für Gerätschaften sind. Und das ist die ganze Technik, die halt der normale ABBA-Mensch nicht kennt. Und der kennt auch nicht einen Verfolgerfahrer. Der weiß gar nicht, was das ist. Der denkt bei Verfolgerfahrer, bei dem Begriff, denkt er halt irgendwie an einen Kriminalkommissar, der hinterm Dieb her ist. Ne? Aber ein Verfolgerfahrer ist eben jemand, der einen Verfolger bedient. Und warum brauche ich das? Weil jetzt auf der nächsten Seite ein Super Trooper. Endlich. Ne? Da seht ihr mal, was für ein Aufwand da gefahren wird. Ne? Mit mehreren Verfolgern und so weiter. Ne? Super Trooper. Da seht ihr ihn. So sieht das Ding aus. Hat nichts mit dem Teil zu tun, was ihr im Video gesehen habt. Ein Super Trooper mit Kohlebogenbrenner.
Mit dem ABBA-Song, steht unten drunter, Super Trooper wurde ein Verfolger scheinbar unsterblich. Bei diesem frühen Verfolger wurde das Licht mittels Lichtbogen zwischen zwei Kohlestiften erzeugt. Hier musste der Verfolgerfahrer auch den Abbrand der Kohleelektroden im Auge behalten. Deshalb das Sichtfenster mit dem Schweißerglas, das die Betrachtung in die Brennkammer erlaubt und gegebenenfalls den Vortrieb eben dann nachstellt. Ganz aufwendig, so ein Teil. Da seht ihr die kleines Guckloch mit der Kammer, da seht ihr halt da, wo die Kohlestifte da eben drin sind. So sieht wirklich ein Super Trooper aus, von dem aber singt. Jetzt haben wir nur noch zwei Bilder und jetzt kommt nämlich eben genau die Lösung. Ja? Das ist jetzt neu und jetzt kommt die Lösung auf der nächsten Seite. Guckt euch jetzt nochmal langsam, wenn der Jörg jetzt da schwenkt auf das nächste Bild, was jetzt kommt. Ja, guckt euch jetzt nochmal das Cover an. Da seht ihr vier Musiker in Weiß. Oh, Geist, spirituell, in Licht getaucht. Und das Ding heißt wie? Steht unten drunter, Super Trooper. Ich sehe auf dem Bild keinen Super Trooper. Denn ein Super Trooper ist was, steht unten drunter, ist die Typbezeichnung eines speziellen Bühnenscheinwerfers der Firma Strong Entertainment Lightmit, mit dem man die Künstler aus der Blickrichtung des Publikums beleuchtet und nicht von oben. Ein Super Trooper ist kein normaler Bühnenscheinwerfer. Ein Super Trooper ist ein Verfolger. Und einen Verfolger setzt man nicht von oben ein, wo man große Hitzeprobleme hat, wo man den nicht vernünftig bedienen kann. Ein Super Trooper setzt man von vorne ein. Wir reden aus dem Jahre 1980. Und hier steht, vom FOH aus sind diese Tools nützlich, aber bei jeder schrägen Positionierung kann man nicht mehr erwarten und so weiter und so fort. FOH heißt Front of House. FOH-Platz ist der Haupttechnikplatz, von dem aus die ganze Technik, sprich Licht und Ton, abgemischt und eingestellt wird, damit man die Bühne im Blick hat, damit man auch den Sound dann auch beurteilen kann und nicht von oben, sondern von vorne. F heißt Front, Front of House, die Front des Hauses von vorne. Da wird ein Verfolger benutzt und eingesetzt. Das haben wir in den ganzen Bildern vorher gesehen. Und das Cover von ABBA Super Trooper zeigt nur, dass ein Licht von oben kommt. Deswegen ist es natürlich die Reminiszenz von, na, von wem? Von demjenigen, der der Lichtträger ist. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. Ja, und damit ist ganz natürlich ganz klar, die Reminiszenz an den Scheinwerfer ist die Reminiszenz an den Lichtträger. Björn Ulvaeus hat gesagt, stellen Sie sich vor, Sie müssen ein Lied über einen verdammten Scheinwerfer schreiben. Er muss. Das war die Voraussetzung von dem ABBA-Manager. Und egal, wie man das sieht mit Lucifer, Lucifer heißt Lux und Ferre, ist der Lichtträger. Und damit natürlich dann auch der Lichtbringer. Und damit ist natürlich jeder Scheinwerfer von der Reminiszenz. Aber wenn ich schon sage, der Super Trooper, dann ist es natürlich der hellste. Das haben wir ja auch schon festgestellt. Ne? Das war damals zum Zeitpunkt eben der absolut hellste. Und damit sind wir jetzt auf dieser Seite oder zumindest jetzt mit Super Trooper erstmal so zu Ende. Also, es sollte hier Eros gezeigt werden, steht drauf, ist aber gar nicht Eros, sondern ist Anteros. Also das der Gegensatz zur Liebe ist eben nicht Gegenliebe, sondern Hass. Ja, weil Gegenliebe ist auch Liebe, aber nicht das Gegenteil von Liebe. Also ist das Gegenteil von Liebe, Gottes Liebe, eben sein Gegenspieler, also Satan. Und Super Trooper, wenn ein Licht von oben kommt,
dann ist es eben der Lichtbringer, wo die Leute, die in diesem Kegel stehen, eben dann erleuchtet sind, die dann auch noch weiß tragen, alle anderen nämlich soweit erstmal zumindest nicht so strahlend in dem Kegel drin stehen. Und deswegen ist für mich Super Trooper eine ganz einfache Reminiszenz. Der Liedtext selber zeigt von Sehnsucht, dass man wieder in den Armen seines Geliebten liegt. Aber das Cover zeigt eine ganz andere Geschichte. Das Cover zeigt an, dass es da eben überhaupt nicht um einen Super Trooper Scheinwerfer geht, sondern um einen Mitarbeiter geht, nämlich der Super Trooper, der Super Mitarbeiter und damit auch um das hellste Licht, was aber da letzten Endes in den Fokus rückt. Und das ist das, warum ich Super Trooper für eine absolute Reminiszenz an Satan halte. Weil ich sehe auf diesem Bild nicht, dass dieses Bild eine Reminiszenz an einen Verfolgerscheinwerfer ist, sondern auf ein Licht oder über ein Licht, das von oben kommt, quasi aus dem Himmel, wo die Leute dann, die eben Luziferianer sind zum Beispiel, dann eben erleuchtet werden. So viel erstmal hierzu in dieser Lesung über Super Trooper. Jetzt kommt der Jörg. Ja, ich habe dem im Grunde nichts mehr zuzufügen. Da hast du so ziemlich alles gesagt, was zu sagen ist. Und meine paar hellen Momente hatte ich ja, meine schwachen auch. Das gehört dazu. Man ist ja nicht perfekt. Ich fand das Lied schon immer merkwürdig, allein schon wegen der Art, wie das gesungen wurde von Superpa, Trupapa, mochte ich nie. Die Melodie, ja, ist gut, irgendwo vielleicht schön, aber deutlich ist, ja, dass es hier um einen Scheinwerfer geht, der von vorne ausleuchtet und die Bilder sind ganz deutlich von oben. Eine ganz deutliche Reminiszenz an Lucifer, deutlicher kann man es schon gar nicht mehr machen. Man muss sich dann nur mal ein wenig drum kümmern, aber wenn man das Radio einschaltet und das Lied läuft da und die meisten Leute summen den Text oder summen die Melodie dann mit oder singen den Text mit, dann macht man sich ja gar nicht so die Gedanken darum, was da alles hintersteckt. Und das ist eben der Trick des Teufels, ne? Deswegen ist die Schlange listiger als alle anderen Tiere des Feldes, ne? Weil der sagt nichts ohne Doppelbedeutung. Und manchmal ist den Leuten schon die einfache Bedeutung nicht deutlich, die doppelte Bedeutung schon mal gar nicht. Und wenn sie die doppelte Bedeutung wissen wollen, dann sollten sie sich mit einem Buch beschäftigen. Das ist dieses hier, das ist die Bibel, das ist das Wort Gottes. Wenn wir das kennen, dann kennen wir zumindest die Wahrheit. Und wenn wir die Wahrheit kennen, dann laufen wir der Lüge nicht mehr so leicht oder gehen wir der Lüge nicht mehr so leicht auf den Leim. Und das ist ja genau das, was der Satan will. Der will uns von der Wahrheit abhalten. Und die Wahrheit ist das Wort Gottes. Deswegen sollten wir ständig und regelmäßig in der Bibel lesen und nicht so viel Radio hören, nicht so viel Musik hören, nicht so viel Filme schauen, nicht so viel Serien gucken, nicht so viel Comics gucken, auch nicht Batman. Wobei ich interessant fand, deine Reminiszenz an Batman, wenn ich mich an die alten Batman-Filme erinnere, da war ja Batman immer der Rächer der Enterbten, so, ne? War ja der Gute, ne? Und dann gibt es so in den letzten Jahren, wir haben jetzt 2020, in den letzten 10 Jahren so ein paar andere Batman-Filme und auf einmal wird er The Dark Knight, der schwarze Ritter. Wird alles ins Gegenteil umgekehrt. Ja, da erzählt die Bibel mehr als genug von, wenn irgendetwas ins Gegenteil umverkehrt wird. Und deswegen möchte ich ganz einfach schließen mit den Worten, lest eure Bibel. Da habt ihr die wirkliche Wahrheit in Händen. Da habt ihr wirkliche Liebe in Händen. Nicht irgendwelche Wohltätigkeit oder zwischen Anführungszeichen katholische Nächstenliebe, sondern da habt ihr wirkliche Liebe in Händen. Denn euer Vater im Himmel offenbart sich euch über dieses Buch, indem ihr über ihn lesen könnt und das Herz Gottes erkennen könnt. Bis zum nächsten Mal dann. Lest eure Bibel. Maranatha.